Auflegen der Tischwäsche. Zunächst haben wir hier einen Molton. Dieses ist noch ein alt hergebrachter Molton aus Baumwolle mit einem Gummizug unten drin, den ich dann über den Tisch ziehen kann. Wir haben hier einen Tisch, den ich decken könnte für 4 Personen insgesamt. Heute gibt es Moltons aus Kunststoff, die sind dann so in ganz großen Rollen, sind so breit wie der Tisch und die Länge schneidet man dann ab bei den Moltons. Dann liegt der oben auf der Tischplatte auf. Der Molton ist dafür da, einmal um den Tisch zu schonen, falls etwas ausläuft oder ausgekippt wird, aber auch um Geräusche zu dämpfen. Wenn ich mein Glas abstelle, würde es sonst zu sehr klappen auf einem Holztisch oder wie hier Kunststofftisch oder kunststoffbeschichteten Tisch. So, die Tischdecken sind standardmäßig alle gleich zusammengelegt und zwar geviertelt in der Länge und aber auch geviertelt in der Breite. So, und jetzt gibt es die sogenannten Brüche. Die zeige ich Ihnen gleich. Ich zeige Ihnen jetzt zunächst, wie ich eine Tischwäsche auflege. Ich habe hier oben, das ist jetzt etwas lang, aber das macht nichts, das legen wir uns hin, haben wir hier oben den sogenannten Mittelbruch und hier ist die Kante, die nachher zu mir zeigen muss und hier ist die Webkante, die auf die andere Tischseite gehört. So, ich greife jetzt hier oben rein, habe zwischen Zeigefinger und Mittelfinger quasi meinen Mittelbruch, nehme hier unten zwischen Mittelfinger und Ringfinger die Webkante für die Seite, die zu mir kommen muss, hebe das Ganze an, lehne mich über den Tisch und dann ist es ein Erfahrungswert, wie weit ich mich rüberlehnen muss, damit mein Mittelbruch, den ich hier in der Hand habe, auch in der Mitte liegt. Man kann das ein bisschen auch sehen am Tisch. Und dann ziehe ich den Rest der Tischdecke rüber und man arbeitet immer mit Luft bei den Tischdecken. Das heißt, ich ziehe jetzt nicht, ich streiche nicht, ich arbeite mit Luft, damit ich keine unnötigen Falten in die Tischdecke bekomme. So, jetzt haben wir hier den Mittelbruch, das ist also die Bügelfalte sozusagen in der Mitte. Hier haben wir den Oberbruch, auch eine Bügelfalte, die nach oben zeigt. Hier haben wir den Unterbruch, die Bügelfalte, die nach unten zeigt. Und normalerweise, ich kann es jetzt hier nicht so zeigen, weil Sie die Tür nicht sehen, steht man mit dem Rücken zur Tür, und weil nämlich der Oberbruch von der Tür weg zeigen muss. So, das war Tischdecke auflegen.